Ananas kaum. Echt? Dann kann man nicht essen. So. Verdammt, ich hab gedacht, jetzt wird er sich aber so. Ja. Dich sieht man, wir sind zu gut. Ja, würde ich gerne. Also das ist so ein bisschen auch, möchte ich gerne. Frag mal die anderen. Leider sind hier keine Vögel drin. Ja, hier sind so verschiedene Bäume und einiges nehme ich nicht auf, weil das meiste kennt ihr ja. Ah, voll schönes Wetter haben wir. Ich glaube so 12 Grad. Ja, so einen kleinen Wasserfall habe ich ja noch nie gesehen. Das ist kein Wasserfall, das ist keine Ahnung. Das wird hier gestaut. Wenn mal wenig Wasser ist, dann fließt das nach unten weiter. Und dann wird das hier oben alles mit Wasser noch bewirtschaftet. Ja. Na, dann ist nicht alles ganz trocken. Dann ist nur ein bestimmter Teil trocken. Mhm. Und so fließt das Wasser auch nicht so schnell, weil es immer abgebremst wird jetzt. Okay. Also hier gibt es auch einen Wasserfall. Mal gucken, ob wir da jetzt hochgehen. Aber es ist voll schönes Wetter. Ja, nee, ich pass schon auf. Wo kommst du her? Ich komme aus Langen. Bitte? Aus Langen. Langen. Hier ist die. Wenn ich hops gehe, dann war es gar nicht gut. Das ist eine Mispel. Und die hat. Kann man eigentlich. Komm bitte zu mir. Kann man, glaube ich, essen, aber vielleicht kennt ihr, wisst ihr, dass man das, ob man das essen darf oder nicht. Eine Glanzmispel ist das. Kann man die essen? Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ihr sagt, ich meine, wenn ich glauben würde, ich wüsste, also selber Pilze sammeln, dann bin ich echt zu schissig. Mein Mann, der bringt mir sogar heute Abend Wirkung zeigen. Da gibt es ja welche, ist das der Knorr oder bitte der Blätter? Der hat keine Lamellen. Nee, das ist kein. Das merkst du ganz einfach. Der mal da rein und dann juckt das. Genau, wenn es juckt, ist schön bei dir reinpacken und dann juckt das. Das fängt an zu jucken. Echt? Das hat man früher gemacht als Kind. Ich glaube, diese Glasfaser. Kennst du nicht? Ja. Machst du morgens hier irgendwie deinen Jogging hier durch? Oder ja, okay, muss dabei mal 5 Euro bezahlen. Ja, das ist ja blöd. Aber was hat denn hier? Oh, da gibt es auch hier Restkarten. Kannst du das Schönere im zweiten Saal, gibst du es bei den Leuten? Nimm mal mehr mit. Ja.
Fische eben in die Brücke, aber nicht so länglich. Ich mag auch gerne, wie die Kirse sich sind. Ja. Jetzt habt ihr mal was zum Lachen. Das ist ja voll schön. extra fürs Video. Das ist so schön, ne, wenn du das mit den Menschen hast. Ja, aber war das denn, wann war ihr jetzt mal letztes Wochenende hier? War das sehr voll da? Also, da hast du gesagt, da war dieser Markt. Gartenmarkt, der war halt voll überlaufen. Ja. Meine Tochter ist dann auf die Himalaya. Ich liebe sowas ja. Ist ein bisschen verschmutzt, aber naja. Und das Schlimmste war, und also die Leute, die haben umgewohnt, unten drin hat von dem Mann der Vater noch. In meinen Augen war das eine männliche Hexe. Ich habe so Angst vor diesem Mann gehabt. Ich habe den draußen gesehen und der hat auch nie geredet und so. Ne? Ganz. Schlimm, ne? Und dann müssen wir mal hinterher. War der immer? Oh, und dann noch dieses Horrorklo. Wir haben so ein bisschen weit gelegen, haben so einen Bauernhof. Da haben wir so einen älteren Mann. Die hat immer so Wuschelkopf. Und so drin. Das ist eine Hexe, die da darf man nicht hin. Aber als Kind hat man nicht. Aber oh, scheiße, ohne Netz, ne? Ach nee, das wird die Linie aber von. Wer schickt ein Bild von der? Also hier sind sehr, sehr viele Pflanzen. Das ist der Mitteleuropa-Kalk-Park, keine Ahnung, mit Bienenstock und allem drum und dran. Und hier seht ihr auch. Also hier, also dieser botanische Garten ist ziemlich groß. Also wir sind jetzt schon seit vielleicht sind wir um 10 hier und jetzt ist gleich 11:30. Voll schön hier. Ich zeige euch mal hinten. Hier blühen die auch noch ein bisschen. Also das ist echt schön. Sehr, sehr viel Grünes und auch sind so die Blüten, die dann auch hier im Sommer und so blühen. Ne? Die gibt es jetzt ja nicht mehr. Jetzt ist da mehr Herbst fast oder ist schon Herbst. Genau. Und das ist die Ruprestris. Ich kenne mich da nicht mit aus. Sieht auch nicht. Ich weiß nicht, wie die blüht.
Kennt ihr diese Pflanze oder sagen wir mal Blüte? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ja. Weil ich kenne das eigentlich gar nicht so. Ja. Merkt man. Uff. Oh, ist so schön. Ihr wollt überholen, ja? Oh, ist das hier warm drin. Hier ist, oh mein Gott, hier schwitzt ja wie, so, wie eine Sauna hier drin. Aber voll schön. Ich habe zuerst gedacht, es ist nichts für mich, weil aber geht. Durch die Luft, weißt du? Aber geht. Kann man jetzt, ist am besten lang zu gehen. Gerade?